Hey Leute, ich zeig euch noch was Kleines zu den Sperrträgern. Wie ihr seht, haben die alle die Sperrruhen durch die Position halten. Und das hat einen wichtigen Effekt auf Kavallerie. Dazu braucht ihr nicht diese Position, aber wichtig ist, ihr dürft die Sperrträger nicht bewegen. Demonstriert das einmal. Jo, zeige ich, also erzähle ich dir gleich. Ich charge jetzt einfach einmal an mit die Pferde. Yep. Und da sehen wir jetzt auch gleich den Effekt, dass deine Einheiten keinen Schaden kriegen. So, das sollte gut funktioniert haben, hat man eigentlich gesehen. Und der zweite wichtige Effekt ist, also der Ansturm wird denied. Und der zweite wichtige Effekt ist, dass die Pferde gestunt werden. Seht ihr hier, ich kann die nicht wegbewegen. Für kurze Zeit. So, andersrum. Also ihr dürft halt mit den Sperrträger keinen Attack-Move machen, das kann man mal kurz zeigen, dass das dann nicht funktioniert. Machst du hinter meinen Attack? Genau. Ja, da wurden die nicht gestunt. Und dann gibt es noch eine letzte interessante Sache zu wissen. Wenn du deine Sperrträger mal kurz nimmst und auf Stellung halten gehst. Also die Stellung sollte man dann einfach in den meisten Fällen nur ignorieren. Weil wenn ich jetzt straight von hinten komme, sollte der Charge wieder funktionieren. Und das tut er. Also. Ach, eine ganz letzte Kleinigkeit hätten wir noch. Nimmst du nochmal deine Sperrträger einfach hinstellen, ohne Stellung halten. Also, wie man sie normal hätte, ne? Und natürlich, wenn ihr das wisst mit eurer Kavallerie und der Gegner mit seinen Sperrkämpfern, dass er die nicht mit dem Attack-Move bewegen darf, sondern stehen lassen muss, dann könnt ihr mit der Kavallerie ranreiten, ganz knapp, per Befehl. Und dann greift ihr an. Dann spart ihr euch den Stun. Hoffe, toll, der eine hat noch ein HP. Ja, gut, ne? Der Glückliche! Ich hoffe, das hilft euch. Bis zum nächsten Mal.